Liebe von euch ist euer Steinballen. Willkommen zurück in Russland, in diesen russischen Weiten. Schaut mal, ich habe wieder auf diesen schönen Kartenmodus gestellt. Da kriegt man mal so ein bisschen das Gefühl, zumindest für die Weite Sibiriens. Wahnsinn. Ein Riesenreich, das wir hier zu regieren haben. Und unsere großen Armeen bewegen sich nach immer aus Sibirien hier zurück in die Kernregion. Und hier sieht man schön diese großen Steppen und die Schwarzerde. Gürtel, hier sehen wir. Grünland. Das ist tolles Getreideland, während wir hier schon im Steppengebiet sind. Gut, wir haben einiges vor, Leute. Also als erstes, wir haben ja neue Staaten geschaffen und dort gibt es die Möglichkeit, Metropoliten zu weihen, um unsere Autorität unseres Glaubens zu erhöhen. Das geht aber nur, wenn Entwicklung 30 mindestens ist. Da können wir ein bisschen was tun, in Minsk zum Beispiel. Ich habe mir das überall mal angeguckt. Unser Vorgänger hat das schon sehr, sehr ordentlich gemacht. Nur in zwei Staaten, die wir jetzt neu erschaffen haben, können wir die Entwicklung so weit hochtreiben, dass es möglich ist, das da zu machen. Deswegen investiere ich hier mal ein bisschen. Jetzt müssten wir schon die 5 haben und können den ersten Metropoliten weihen. Das bedeutet, wir bekommen einmalig plus 5% patriarchale Autorität. Das erhöht leicht den Unterhalt der Staaten, reduziert die Verwüstung. Und was wir mit der Autorität machen, das zeige ich euch gleich. Der zweite Staat ist Smolensk, wo das ganz gut möglich ist. Da investieren wir auch mal ein bisschen. Machen wir mal ein bisschen administrative. Verteilen wir das einfach mal ein bisschen so. Militärpunkte brauchen wir im Moment eh nicht großartig. Okay. So, damit haben wir hier auch auf 20 das gebracht und wir weihen ebenfalls. Alles klar. Dann schauen wir uns das mal an hier, unsere Religion. Wir haben jetzt 50% patriarchale Autorität erreicht. Das bringt uns Missionarstärke, das ist für uns nicht so wichtig. Unruhe ist okay. Rekrutenreserve plus 16,5, das ist durchaus relevant. Aber wir können auch. Also der Clou ist, das Ganze gibt es immer nur einmalig. Das heißt, wenn man das einmal in einem Staat gemacht hat, dann ist das nicht mehr möglich. Aber was heißt aber? Man kann das aber auch ausgeben, aber da muss man dann eben aufpassen, dass man das nicht zu häufig macht, weil das eben eine begrenzte Ressource ist, um Ikonen zu verändern. So, und wir haben im Moment die Ikone von Eloisa. Die bringt uns minus 3 Unruhe, was wir eigentlich nicht brauchen. Und raue Behandlung brauchen wir auch nicht. Wir haben eigentlich einen sehr stabilen Start. Deswegen gehe ich jetzt schon mal auf die Ikone des heiligen Michael. Kostet mich eben 10 patriarchale Autorität. Die haben wir aber eben bekommen. Insofern ist es kein großer Verlust. Plus 10% Rekrutenreserve und Disziplin steigt auch nochmal an. So, das machen wir. Und der heilige Michael, der Achistratios, ist der Kommandant der himmlischen Herrscher und der Erzengel, der Satan im Himmelskrieg besiegen wird. Also das passt doch zu unserem Plan, wenn ich das mal so aus rollenspielerischer Perspektive sagen darf. Ikonen von St. Michael sind überall im orthodoxen Christentum verbreitet und die meisten russischen Städte haben eine Kirche, die ihm gewidmet ist. Hervorragend. Gut, die Sache wäre erledigt. Das nächste ist nochmal ein bisschen Diplomatie. Ich habe eine Geschichte gesehen. Wir sind immer noch mit Tscherkessien in Staatsehe. Das habe ich das letzte Mal nicht beachtet. Und ich, um natürlich anzugreifen, ich glaube, wir lassen es nochmal, müssen das aber ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht über unsere diplomatischen Beziehungen gehen. Wir sind ja hier bei 4-4 und ich hatte beim letzten Mal noch ein bisschen nachgedacht, was unser dritter potenzieller Partner sein könnte. Die Bayern kommen nicht in Frage, weil wir uns mit Polen verbündet haben. Aragon und Kirchenstaat, weiß ich nicht, ob die stark genug sind, aber ich habe mir überlegt, diese Idee mit Persien war vielleicht doch gar nicht so schlecht. Falls wir hier in den Krieg mit den Osmanen treten, dann, wenn die sozusagen aus der anderen Richtung auch noch eingenommen werden oder überfallen werden oder, blöde Formulierung, angegriffen werden, dann glaube ich, ist das ganz gut. Insgesamt. Deswegen werde ich mal Beziehungen verbessern. Im Moment ist das noch nicht möglich. Aber ich denke, es ist möglich. Deswegen versuche ich es. Diese beiden minus 1000, das kriegen wir doch noch hin. Haltung gegenüber Russland feindlich minus 1000. Das ist doch bestimmt machbar. Gut, soweit dazu. Dann kommen wir. Wir sollten den Armeeunterhalt mal ein bisschen reduzieren.
Der ist ziemlich heftig. Oben, wir sollten die Korruption aber vielleicht ein bisschen stärker bekämpfen. Hier unten in Indien möchte ich mit der Armee noch mal ein bisschen zurücktreten. Ich weiß nicht genau, ob wir hier noch für die 7 Schiffe 7.000 Mann mit in die Heimat nehmen. Wir lassen sie erstmal hier. Gegen diese ganzen portugiesischen Rebellen können wir die vielleicht ganz gut gebrauchen. So, bei den Richtlinien übrigens, da würde ich gerne die eine hier erstmal wegnehmen. Aber das geht erst im September 97. Nachher, wenn Krieg ist, kommt hier noch eine zweite Militärrichtlinie, aber soweit sind wir noch nicht. Bei den Anführern müssen wir es tun. Wir haben einen Andrei Adaschew, den können wir gleich mal entlassen, den brauchen wir nicht mehr. Wir haben unseren Zar selbst als Anführer, das gefällt mir eigentlich nicht. Der führt die 6. Armee. Das will ich nicht haben. Dann machen wir mal keinen Anführer. Und ansonsten gucken wir noch mal. Ja, diesen Mann, den brauchen wir auch nicht. Wir sind aber erstmal bei 4-4. Insofern ist es erstmal okay, lassen wir so. Aber wir brauchen mit Sicherheit noch einen General und dann schmeißen wir den dort raus. So, und dann will ich mit den Ständen noch was machen. Bei den Kosaken, deren Macht will ich noch mal die Register erweitern, kostet uns Prestige. Die bekommen aber nochmal Loyalität und jetzt haben wir hier richtig, richtig positive Effekte. Das letzte ist eine Überlegung, was wir mit den Festungen machen. Also wir haben einiges an Geld. Ich finde, wir sollten die Festungen hier an den Grenzregionen maximal aufbauen, auf Sternfestung. Die soll auch wieder in Gang sein. Die soll nicht stillgelegt sein. Hier will ich auch eine Sternfestung haben. Eigentlich würde ich hier gerne unten auch eine Festung haben. Aber wir haben hier keinen Bauplatz mehr frei. Müssen wir noch ein bisschen abwarten. Der Rest ist, glaube ich, okay. Hier drüben, die kann stillgelegt werden. Und was wir unbedingt brauchen in St. Petersburg selbst, möchte ich auch eine Festung haben. Da haben wir Gott sei Dank noch einen Bauplatz und da gehen wir auch auf eine 6er-Festung. Also das finde ich entscheidend. Die Festung können wir so lange stilllegen. Okay, hier hinten gibt es nur ein paar wenige Festungen. Das sind jetzt Zweier, die lassen wir einfach mal so. Das wird sich dann irgendwie zeigen und entwickeln. So, okay. Mehr gibt es erstmal nicht zu tun. Wir lassen mal weiterlaufen. Ich habe jetzt auch die Nachrichteneinstellung gemacht. Polen hat die Osmanen als Rivalen bestimmt. Das ist hervorragend. Polen möchte eine Staatsehe mit uns haben. Da bin ich aber ein bisschen skeptisch. Die Polen sind ja eigentlich so ein bisschen unsere alten Feinde. Das ist jetzt ein Zweckbündnis für mich gegen die Osmanen. Wir werden die Staatsehe ablehnen. Wir könnten die Opritschina einsetzen. Das mache ich aber nicht, weil wir keine große Rebellenfraktion haben. Das hilft uns nämlich in der Hinsicht. Brauchen wir aber jetzt nicht. So, wo haben wir denn überhaupt noch Unruhe? Ah, das ist alles in Indien. Na gut, da stehen wir jetzt doch ganz anständig. Ist hier schon wieder? Ne, die sind in einer anderen Provinz. Okay, in Midak. Das in Taiwan. Da wird jetzt Fisch produziert, dann wissen wir auch Bescheid. Wie sieht es mit den Truppen hier aus? Okay, da kommen kalikutsche Nationalisten sind wieder bei uns. Können wir die besiegen ohne volle Moral? 16.000 Mann. Na, wir erhöhen sie mal für einen Moment. Und kümmern uns mal drum. 18. Dezember. Gucken wir mal. 24. warten wir nochmal eine Woche. So, jetzt gehen wir da rein. Mit der Moral müsste es eigentlich gehen, die wir dann haben. Es sind nur irgendwelche indischen Bauern, würde ich mal sagen. Gut, das lief dementsprechend aber frei. Und wir können das Ganze wieder runterdrehen. So. Also, wie ist eigentlich jetzt der Zeitplan? Das nächste, wenn wir die Blaue Horde angreifen wollen, dann haben wir noch ein Waffenstillstand. Russland, Blaue Horde bis zum November 99. Also noch, naja, bis in 3,5 Jahre. Vorher geht da im Moment nichts. Hoffen wir mal, dass nichts dazwischen kommt. Was ist hier? Die administrativen Ideen von Anna. Dank eines starken moralischen Kompasses hatte Anna schon immer ein Gespür für Ordnung. Entscheidungen, die von ihr gefällt werden, sind Entscheidungen, auf die vertraut wird, seien sie bezüglich politischer Angelegenheiten oder im Rahmen freundschaftlicher Konversation. Die Königin redet eloquent, eine Eigenschaft, die ihr selbst in frühen Jahren in Tammerfors eine
einige Bewunderung bescherte. Von höchster Wichtigkeit ist jedoch, dass die Worte der Königin eine Wahrhaftigkeit enthalten, wodurch selbst die starkköpfigsten Mitglieder des Hofes jeden Rat von ihr beherzigen. Ja, sehr schön. Administrative Macht erhalten. Hervorragend. Schalt mal zwischendurch. Bewundern den russischen Winter. Oh, und die Osmanen sind Verteidiger des sunnitischen Glaubens. Und das wiederum führt dazu, dass wir vermutlich die Blaue Horde nicht so einfach angreifen können. Nein. Auch wegen Persien, aber vor allem wegen den Osmanen. Das heißt, der Plan hat sich erstmal erledigt. Wir müssen dann doch den direkten Schlag vollziehen. Oh, großer Palastbau, sehr gut. Monarchen mussten sich oft etwas einfallen lassen, um den Adel an der Leine zu halten. Die Einführung von Feuerwaffen reduzierte die Rolle des Adligen als Krieger und ließ ihnen in den Augen der Monarchen zu viel Freizeit. Einige Monarchen bauten große neue Paläste mit komplizierten Hofritualen, um die Adligen zu blenden und sie beschäftigt zu halten. Das machen wir. Wir verlieren nur 823, können wir uns sogar leisten. Prestige brauchen wir nicht, aber Legitimität brauchen wir nicht. Prestige ist okay. Wir haben wieder einen bereiten Entdecker, aber den würde ich gerne... Nee, wir machen... Den wollen wir rausschmeißen später. Aber hier ist noch eine Flotte. Und das Thema Flotte ist nochmal interessant. Hier will ich auf jeden Fall erstmal die Transportschiffe rausnehmen. Aber die Hauptflotte, mit der können wir eigentlich hier in der Ostsee so gut wie nichts anfangen. Falls wir gegen die Osmanen kämpfen, wäre es eine Überlegung, die Flotte mit der von Venedig zu verbinden. Da hat sie wenigstens einen Hauch einer Chance. Deswegen werde ich mal mit Venedig einen Vertrag machen über Flottenstationen. Und dann schicken wir einfach unsere Flotte hier in die Adria. Diese 23 Schiffe hier. Nach Ragusa, würde ich sagen. Und im Falle eines Falles können sie dann im Mittelmeer irgendwie agieren. Vielleicht zusammen mit der venezianischen Flotte, vielleicht gibt es dort eine Chance. Haichi hat Japan den Krieg erklärt. Ist ja wohl ein Witz. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Japan sich so kommen lässt. Das würde mich echt wundern. Ah, Ming hat auch einen Krieg begonnen gegen Japan. Das ist ja auch interessant. So, wir haben einen Level 3 Meisterpräger, den wir nicht brauchen. Aber das hier, das ist interessant. Wir können jetzt Strelitzen ausheben. Und der Punkt ist ja, wir sind ja noch lange nicht am Limit hier. Wir können noch weitere 85.000 Mann ausheben. Und mit dieser Entscheidung, Strelitzen auszuheben, bekommen wir 60 Strelitzenregimenter. Das heißt, wir sparen ziemlich viel Geld. Der Nachteil ist, dass ja, wir wahnsinnig viel mehr für Stabilität auszahlen müssen. Wisst ihr was? Dann werde ich Folgendes erstmal machen. Wir werden dann hier unsere Ehe mit Tscherkessien beenden. Das kostet uns eine Stabilität. Dann werden wir nochmal schnell die Stabilität erhöhen, bevor das so teuer wird. Und dann werde ich tatsächlich die Strelitzen ausheben. Okay. So, sind die jetzt schon da? Kommen die nacheinander? Ich weiß nicht genau, wie das laufen wird, aber wir werden es erleben. Ne, die sind tatsächlich komplett da. Da oben in der Hauptstadt. Gut, die müssen wir dann nachher irgendwie sinnvoll aufteilen. Die Frage ist, wo bringen wir sie jetzt erstmal hin? Hier ist die venezianische Armee. Wir haben, glaube ich, gar keinen Ort, an dem wir so eine riesige Truppe aushalten können. Wir werden das mal aufteilen. Ein Teil kommt einfach mal runter. Und der andere Teil kann eigentlich auch dort in der Hauptstadt stehen bleiben. Die Strelitzen waren ja traditionell zu Beginn sowas wie eine Garde. Auf jeden Fall ein stehendes Heer. Aus Städtern weitestgehend, ganz interessant. Zumindest haben sie in der Stadt gelebt. Aber es waren, glaube ich, Bürger. Zuerst Bogenschützen und Armbrustschützen. Und die dann, aber, und das hat sie ja berühmt gemacht, mit Schusswaffen ausgebildet wurden.
So, Persien hat Karakunnu den Krieg erklärt. Interessant. Was bedeutet das für Persien? Portugal, Brunei. Mit wem sind sie dann noch im Krieg? Nicht mit den Osmanen. Aber vielleicht erhöht das die Chance für ein Bündnis. Oh ja, tatsächlich. Das Bündnis mit Persien wäre schon jetzt möglich. Wir haben jetzt auch 3 bis 4. Wisst ihr was? Wir machen das. Wir werden auch Persien jetzt ein Bündnis anbieten. Zu was führt das? Gazikumuk ist egal. Bündnisrivale Delhi, Transoxanien, Karakoyunlu. Das stört uns, glaube ich, nicht so wirklich. Aber es kann helfen. Machen wir das. So, und wir sind auch so weit, dass wir in eine neue Technologie investieren können. Nämlich in eine diplomatische Technologie. Und das machen wir auch. Verbessert was? Die Fregatten. Und wir sind ein bisschen vor der Zeit. Schwerere Fregatten. Das ursprüngliche Design der Fregatte beschrieb ein Schiff, das für Geschwindigkeit und Manövrierbarkeit gebaut wurde. Als das Konzept jedoch weiterentwickelt wurde, wurde sie zu einer eigenen Schiffsklasse zur Unterstützung von Schiffen. Gut. Dann können wir. Ist unsere Flotte eigentlich hier schon angekommen? Nein, sie ist. Jetzt ist sie da. Alles klar. Dann können wir, glaube ich, hier auch. Nee. Das geht leider nicht dort, wo man Flottenstationierung hat. Das ist schade. Obwohl, es ist doch ein Verbündeter, oder? Nee, Untertan. Das muss es sein. Um die Fregatten zu verbessern, müssten wir also echt nochmal zurück. So, und was sehe ich hier? Venedig ist tatsächlich so mutig und besetzt Gebiete der Osmanen. Allerdings die großen Osmanenarmee stehen auch mitten in Venedig. Naja. Jetzt ist Frieden mit Tunesien gekommen. Okay, es gibt nur Kriegsreparationen. Das ist sehr, sehr gut. Venedig wird 1200 Dukaten an Tunesien zahlen. Damit ist aber der Krieg, glaube ich, immer noch nicht vorbei. Weil eigentlich geht es ja um Aragon. Ja. Und da wird dann das dicke Ende vermutlich noch kommen. Aragon will Militärzugang. Erlauben wir mal. Was auch immer ihn das bringt. Und auch Venedig bietet eine Staatsehe. Venedig ist keine Republik mehr, deswegen ist das möglich, falls ihr euch wundert. Königin Santussa Rojas ist hier an der Macht. Tja, ich weiß nicht. Sie sind nur mit uns verbündet. Spricht allerdings für sie. Wisst ihr was? Wir gehen das mal ein. Eine engere Bindung. Großartig. Okay, die Osmanen schüren die Unzufriedenheit. Mehr Unruhe in unserem Land. Das ist natürlich unschön. Wir sind bei Unruhe minus 4,7. Das haben sie, glaube ich, schon öfter gemacht. Die Unzufriedenheit, das habe ich schon mal gesehen. Na gut. So, das Beziehung verbessern bei Persien brauchen wir nicht mehr. Jetzt können wir tatsächlich mal gegen die Osmanen vorgehen und dort ein Spionagenetzwerk aufbauen und eigentlich könnte man dort auch Gegenspionage betreiben. Ab dem 20. Februar zumindest. Ah, okay, der Agent ist gleich aufgedeckt. Versuchen wir es mal. So. Sind jetzt inzwischen alle Armeen da? Das ist die große Frage. Hier ist eine Riesenarmee. Das heißt, wir können hier noch ein bisschen was weiterleiten. Ich weiß aber nicht, ob das genügt. Lassen wir sie da mal rausmarschieren. Nein, auch hier müssen wir noch was abziehen. Dann machen wir es so. Ihr kommt hier hin. Und mit dem Rest müsste das eigentlich klappen. Wo droht ein Aufstand? Die madurainischen Rebellen, die Unabhängigkeit verlangen. Wir könnten jetzt hier unsere Opritschina einsetzen. Aber ich glaube, eine bessere Gelegenheit gibt es nicht, weil ansonsten können wir mit den Punkten auch nichts anfangen.
Dann machen wir das mal so. Das gibt uns hier ein bisschen Zeit. Sehr gut. So, Haiderfrieden mit Kastilien. Okay. Eine Provinz an Pacifico Norte. Das war's. Und was ist das hier? Bahamas unterstützt jetzt die Unabhängigkeit von Frankreich. Das ist auch eine interessante Entwicklung. Mal gucken, ob das noch passiert hier, so eine Unabhängigkeitserklärung. Österreich verbündet sich mit dem Kirchenstaat, wobei Österreich ja kaum noch existent ist. Und Persien möchte Militärzugang. Gegen wen ist Persien im Krieg? Gegen Karakoyunlu. Ja, ich würde sagen, das erlauben wir, wenn ihnen das hilft, denn dann kommen sie näher an die Osmanen dran, was ja durchaus ein wichtiger Punkt ist. Okay, liebe Leute, wir sind im Sommer 1697. Dann gucken wir mal, wann Polens Waffenstillstand mit den Osmanen eigentlich ausläuft. 1706 erst. Ich würde schon gern Polen und Venedig und Persien eigentlich auch auf unserer Seite haben. Insofern müssen wir uns noch ein bisschen Geduld üben. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinballen.